Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zusehen. Freunde, wir schauen uns heute den neuen Track von MI an gegen Z-Max, ein frischer Diss-Track in gewohnter MyZap-Location. Habe ich gesagt, von Z-Max ein Diss-Track gegen Z-Max ein Diss-Track. Ganz kurz, falls ich weird aussehe, ich habe gestern mehr oder weniger freiwillig mein Bart gefärbt. Ich werde vielleicht auf Instagram noch dazu ein paar Updates geben, keine Ahnung. Aber ich wollte es mal testen und es sieht jetzt sehr krass und sehr künstlich noch aus, weil das Bartfärbemittel noch auf der Haut ist und die erst so in ein, zwei Tagen abgewaschen ist, richtig. Und deswegen sieht der Bart noch ein bisschen zu künstlich und weird aus. Ich wollte einfach mal versuchen, ja, einfach mal gucken, hey, wie sieht's aus, rein theoretisch. Weil, Digga, ich habe in meinem Bart so viele verschiedene Farben und ich wollte es mal einheitlich und gleichmäßig machen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, falls ich ein bisschen weird oder anders aussehe. Es liegt daran, damit müsst ihr jetzt leider leben, Freunde, ja. Ich bin trotzdem sehr gespannt. Z-Max Diss-Track bei MI MyZap, produziert bei Pride Fighter. Wir schauen ganz kurz rein, Freunde. Ein Video wird von MI sein, I guess. Text MyZap. Wir hören rein, ich bin wirklich sehr gespannt. Link zum Original ganz oben in der Beschreibung, Freunde. Und ich würde sagen, wir geben uns jetzt 2 Minuten 20 MI gegen Z-Max. Let's go. Okay. Ihr wolltet das so. Ich will es so. Gebt mir 2 Minuten. Oh, das ist ein, das ist, es geht ums Geschäft. Inspired Beat. Gib mir 2 Minuten und dann ist Ende. Am I? Für mich war das alles gar kein Thema, ich hab andere Probleme. Fick mal, das ist doch bei so einem Typ, will ich zum Jäger, doch ihr fordert diesen Track. Und ich merke, in Sachen Wissen war ich viel zu lange weg. Was? Oh, Real Talk, okay, es ist ein bisschen leise. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Ich habe den Sound aber eigentlich auf Full. So, es liegt vielleicht an MI. I'm sorry, wenn es zu leise ist. Und ich merke, in Sachen Wissen war ich viel zu lange weg. Was geht ab? Was bringt ihr mich über den Deppen zu sprechen? Der ist kein Mann, der sieht eher aus wie eine hässliche Lesbe. Z-Max springt bei Fortnite aus dem Bus in ein Tal. Doch sieht in Real Life aus, als hätte ihn der Bus überfahren. Ihr seid... ey. Real Talk erstmal auf diesen Beat. Es geht ums Geschäft. So ein krasser, schöner Beat, Digga. Liebe ich. Gut nachgebaut. Gefällt mir sehr. Und MI darauf, wie er auch meinte, in Sachen Dissen war ich wohl zu lange weg. Das ist einfach Real Talk, das ist einfach Real Talk. Okay, bis jetzt so 1-2 aufs Äußerliche, so kleine Seitenhiebe. Aber ich bin gespannt. Doch sieht in Real Life aus, als hätte ihn der Bus überfahren. Ihr seid wie Ernie und Bert, doch macht auf Bonnie und Clyde und kriegt in Deutschland maximal den Cringe-Comedy-Preis. Ihr seid wie Ernie und Bert, doch macht auf Bonnie und Clyde und kriegt in Deutschland maximal den Cringe-Comedy-Preis. Nice, gute Zeile, Mann. Gefällt mir. Auf Bonnie und Clyde und kriegt in Deutschland maximal den Cringe-Comedy-Preis. Du hast Scheiße gebaut, das kannst du Note nicht leugnen. Ich spiel mit Reportagen Schach auf der Brust deiner Freundin. Vieles hast Nach der Aktion Wut im Brand vor ihrem Rechner. Doch der Haufen kommt zurück wie ein Boomerang in deine Fresse. Das ist so fucking kreativ, wie will der Junge uns begeistern? Der zieht um nach Barca und filmt seinen Hundesohn beim Scheißen. Boah. Nice. Ey, Real Talk, das ging aber echt nicht klar. Ich habe nur dieses eine Video gesehen, wo er halt dann Leute mit Kacke beworfen hat und so. Und danach habe ich mir die Sachen gar nicht mehr angeguckt, das mit Gesicht, Tattoo wie Monte oder so. Habe ich mir gar nicht mehr gegeben, wollte ich mir gar nicht mehr ansehen. Aber man merkt, Meisel kommt in Fahrt, er kommt langsam in Fahrt. Der Aktion Wut im Brand vor ihrem Rechner, doch der Haufen kommt zurück wie ein Boomerang in deine Fresse, das so. Auch hier Boomerang gesagt statt Frisbee, wobei eine Frisbee, wenn man sie richtig wirft, die auch zurückkommt. Ich sag's wie es ist. Fucking kreativ, wie will der Junge uns begeistern? Der zieht um nach Barca und filmt seinen Hundesohn beim Scheißen. Doch Feist out und Rich und kauft im Ort ein Palast. Doch sein Scheißgarten sieht aus wie ein Vorhof im Knast. Ey, Real Talk, wie er sagt, Digga, das geisteskrank. Ich hab noch nicht so eine geisteskranke Terrasse gesehen. Und man sieht einfach so 3 Stühle, die so halb auseinanderfallen, überall Unkraut. Also jetzt nur Front ist ja auch okay, wenn es ihm gefällt, so. Aber das war schon eine lustige Szene. Feist out und Rich und kauft im Ort ein Palast. Doch sein Scheißgarten sieht aus wie ein Vorhof im Knast. Gewicht 40 Kilo, Körpergröße so wie Frodo. Und dann postet der auf Insta Sixpack Bodybuilder Fotos, was da los. Ernsthaft? Wait. Ernsthaft, Digga? Okay, warte. Freunde, wir schauen live rein. Wir gehen einfach mal live rein hier. Z-Max. Ist es der? 13.000 Follower? Das ist der nicht, oder? Das ist der nicht. Gibt's den nicht mehr? Wie heißt der? Ich finde bei Z-Max nur Z-Max. Ich finde nur den. Warte, 2 abonniert. Fortnite und Z-Max YouTube. Ja, das wird da auch nicht sein. I don't know, Jude, I don't know. Aus die denken beide, die sind Barbie und Ken. Doch deine Alte würde ich nicht mal anpissen, wenn sie brennt. Deine Fan. Boah. Bro.
Okay. Erzähl, wie kann man sowas schon übel kacke? Steckt man nicht drin? Wie Young Alpha in der Frau über 18? Mach nicht auf. Oh. ich liebe diese übergreifenden Disse, wo nicht nur Simex die Diss wird und jetzt auch noch Joöli. Erzähl, wie kann man sowas schon übel kacke? Steckt man nicht drin? Wie Young Alpha in der Frau über 18? Mach nicht auf Starter, du Clown. Du bist so ein glasklarer Lauch, du liegst sogar nach einer Faust von unsympathisch TV. Die oh, ey, geiler Flow. Auf Starter, du Clown, du bist so ein glasklarer Lauch, du liegst sogar nach einer Faust von unsympathisch TV. Die Leute fragen sich, wie kann man diesen hohlen Catch schauen? Ich frag mich, warum sie dein Kopf wie ein Vogelnest aus die Schuld, die Tokarep. Oh, ey, geiler Flow-Change am Ende, gefällt mir sehr gut. Das macht Bandit, um sie dein Kopf wie ein Vogelnest aus die Schuld, die Tokarep raus und das macht Bandit. Oh, warte, ich hatte 2,5 Jahre Spanisch, Freunde. Ich gebe mein Bestes, kurz das zu übersetzen. In meinem Abschlusszeugnis hatte ich 2 Punkte in Spanisch. So, wir sind good to go, Freunde. Ich, si comprende, Dios mio. Ich schaue kurz rein, ich höre rein, Freunde. Hast du es verstanden oder nicht? Ist jetzt hier die Aussage von Mysap gewesen. Das ist, ja. Dicker, wofür ist der Bratan so berühmt? Google Fortnite ist ab 12, das darfst du gar nicht spielen. Weil du wusstest, du kriegst irgendwann paar Punchlines ins Maul. Hast du Spaß, die auf dein Thumbnails, den Angstschweiß schon drauf. Doch ein Möchtegern, der denkt, der macht mit Off-White auf Rich. Oh, ich glaube, den Angstschweiß schon drauf, weil sie merkt sich immer so eine Fake-Träne. Also, oh, ich hab geweint und dann immer so Tränen reinmacht und so mit Photoshop. Siehst du aus, als hätte dein Schädel einen Kopfstein geküsst. Was mit Worten zu regeln, ist dir schon oft nicht geglückt. Deine Sätze sind vor Lücken wie dein Tropfsteingebiss. Das war nur eine Warnung, bring noch eine Aktion, dann kommen wir beide dich holen. Und dann wird keiner verschont. Emma, Gewicht 40 Kilo. Holy shit, das Ende. Er hat einfach angekündigt, wenn Z-Max sich noch einen großen Strike erlauben lässt, dann kommt Billy mit dazu. M.I. und Real Reportage zusammen, Digga. Holy shit. Bro. Okay, das war mal eine nice Ankündigung. Das war so ein kleiner Vorgeschmack, so eine Warnung. Und ey, wenn er sich noch ein Ding erlaubt, dann kommen die zusammen zurück. Oh. Ey, Digga, da hab ich Bock drauf. Nice. Ey, ich finde die Scratches am Ende auch nice. Ich spiel mit Bro. Schach auf der Brust. Geil. Das war nur eine Warnung. Geil. Ey, Siemens. Auch nice, dass der Track auf Spotify, man darf ja die Namen nicht benutzen von den Leuten, weil das sonst irgendwie Persönlichkeitsrecht verletzt oder whatever, Recht auf eigenen Namen, keine Ahnung, dass er ihn Siemens nennt, Siemens, Freunde. Siemens machen actually gute Kühlschränke. Siemens ist eine gute Marke. Ja, die machen gute Technikgeräte. Kann ich empfehlen, Freunde, ja. Ey, geil, Mann. Geiler Diss-Track. Wie gesagt, man hat gemerkt, Emma hat sich ein bisschen zurückgehalten. War jetzt auch sehr, sehr schnell gemacht, der Diss-Track. Aber trotzdem, er kam in Fahrt. Der nachgebaute Beat von Es geht ums Geschäft hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Da kam Emma sehr gut drauf, gerade im zweiten Part viele Flow-Changes gab, die ich nice fand. Ansonsten halt so ein paar Seitenhiebe hier und da. Wie er selbst meinte, es war eher eine Warnung, ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob da noch was kommen wird. Ey, nice. Sentry 0815. Cooles Detail. Cooles Detail, dass hier 0815 steht, weil Z-Max 0815 ist. Ist mir gerade aufgefallen, Digga. Nice. Diese kleinen Details macht es auch aus immer, Mann. Und ich freue mich sehr darauf zu sehen, ob Billy und Emma noch zusammen zurückkommen. Und wie gesagt, sorry, falls das wegen dem Bart jetzt fucking weird aussieht heute, Freunde. Ich habe den gestern Abend gefärbt. Ich wurde gezwungen. Ich hatte keine andere Wahl. Deswegen müsst ihr jetzt heute und morgen und so noch die Videos so ertragen. Sorry, guys. Checkt das Original-Video ab. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh. So immer natürlich. Und ciao.